Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Java. Ja, wir hatten schon lange kein Java mehr, also doch, wir hatten libgdx, aber das ist ja nicht im Prinzip Java-Grundlagen oder fortgeschrittenen Videos, sondern eigentlich schon eine Anwendung davon. Naja, jetzt geht es mal wieder um die Grundlagen sozusagen, also nicht ganz Grundlagen, aber es ist erweitertes Wissen, aber schon recht grundlegend, und zwar um Enums. Ich habe gemerkt, beziehungsweise ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich noch gar kein Video zu Enums gemacht habe. Enum kommt von Enumeration und bedeutet so viel wie Aufzählung. Aufzählung in dem Sinne, dass ihr dann quasi einfach nur ein paar verschiedene Werte habt und mit denen könnt ihr arbeiten. Das heißt, ihr habt nicht irgendwie einen Blueprint oder sowas von einer kompletten Klasse, sondern ihr habt einfach nur zum Beispiel fünf verschiedene Werte und aus denen könnt ihr wählen, mit denen könnt ihr rumhantieren, switchen und so weiter und so fort. Wir werden uns das einfach mal angucken. Und zwar gehen wir hier erstmal hin und erstellen uns ein neues Enum. Hier haben wir sogar noch eine neue Möglichkeit, hier ein Enum zu erstellen. Und ja, machen wir einfach mal ein Enum, das nennen wir Difficulty. Difficulty. Also, da fehlt ein I, Difficulty, nicht Difficulty. Genau. Okay, so und jetzt habt ihr hier, seht ihr es, Public Enum. Nicht mehr Class, sondern Public Enum Difficulty. Ja, das ist ein großer Unterschied, auch von der Syntax her. Also Enum ist tatsächlich ein Schlüsselwort, aber im Grunde ist es auch nur eine Klasse, die von einer anderen Klasse erbt. Das heißt sogar, da es von der Java Lang Enum ist, es glaube ich, erbt. Und das ist eine Klasse, kein Interface. Könnt ihr dieses Ding hier nicht mehr von was anderem erben lassen, braucht ihr aber auch überhaupt nicht. Nur so als kleiner Einruf sozusagen. Okay. Und jetzt machen wir hier einfach, wir nennen unsere Schwierigkeitsgrade, wir nennen sie wirklich nur, wir beschreiben sie nicht genauer, sondern wir nennen sie nur. Und wir haben hier zum Beispiel einmal Hardcore und jetzt kommt, also standardmäßig werden die komplett groß geschrieben, die Konstanten. Und jetzt ein Komma hinten dran und dann könnt ihr den nächsten Wert definieren. Also Hardcore, Hard, Medium, ups, Medium und Easy. Okay. Und mit diesen Werten könnt ihr jetzt arbeiten. Jetzt gehen wir wieder rüber auf unsere Main Java. Und hier drin können wir jetzt so ein Difficulty erstellen. Also wir sagen hier einfach Difficulty Diff ist gleich. Und jetzt gehen wir her und wie eine statische Methode, eine statische Variable im Prinzip, Difficulty Punkt. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Easy, Hard, Hardcore und Medium auszuwählen. Die Reihenfolge, wie ihr seht, ist kaputt gegangen, aber das macht auch gar nichts. Das hier unten sind Artefakte sozusagen von euren, ja, von eurer Erbschaft, dadurch, dass wir es auch implizit haben erben lassen, aber es ist nicht so wichtig jetzt. Wir sagen jetzt einfach, wir wollen es auf Hard spielen und nicht auf Hardcore und so weiter und so fort. So, und jetzt können wir irgendwas machen, wie zum Beispiel. Also das ist sehr sinnvoll, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr habt ein Dropdown-Menü und hier könnt ihr die Schwierigkeit dann auswählen und dann könnt ihr hier einstellen, okay, es kann nur einer von diesen vier Werten sein, denn was anderes gibt es einfach nicht. Und das heißt, alles andere würde überhaupt keinen Sinn machen. Ihr könnt es natürlich auch als Integer speichern, aber Integer können auch kleiner als 0 sein und größer als 3 in unserem Fall. Das heißt, ihr könntet hier noch andere Werte bekommen, aber in unserem Fall könnt ihr wirklich nur diese vier Werte bekommen, habt sie sogar gleich mit dem Namen betitelt. Okay. Und jetzt können wir hier zum Beispiel irgendwann später, also hier ist jetzt Code dazwischen, irgendwann später sagen wir, wir wollen das ganze Ding vergleichen. Und dann macht man das normalerweise mit einem Switch Case, mit einem, ja, mit einem normalen If geht es natürlich auch, also mit einem If wird es auch gehen, wenn wir hier sagen, if diff gleich gleich und dann sagen wir Difficulty, ach komm schon, Difficulty Punkt Easy zum Beispiel. Dann mach folgendes. Also einfach wieder wie eine statische Variable hier vergleichen. Aber im Normalfall macht ihr das Ganze mit einem Switch Case. Also einfach Switch über dieses Div. Und dann haben wir hier einmal Case. Was hatten wir gesagt? Hardcore. Wenn ich jetzt tippen könnte, wäre es natürlich super. Dann kommt hier irgendwas, keine Ahnung, sysout. Ziemlich hart. Und so weiter und so fort. Also ihr seht, hier kann man dann einfach ganz normal durchswitchen. Und man braucht sogar relativ wenig Code. Man muss nicht hinschreiben Difficulty.Hardcore, sondern man kann einfach Hardcore hinschreiben, denn es wird automatisch erkannt, okay, das Ding ist ein Enum, also muss es eins von diesen vier Werten sein. Und ihr habt hier nur diese vier Werte. Ihr braucht hier nicht mal mehr ein Default hinschreiben, außer natürlich, ihr spart hier, so wie ich jetzt gerade, was aus. Also das heißt, wir haben jetzt nur Hardcore und Default. Das geht natürlich auch.
aber im Normalfall einfach über alle Werte drüber switchen und schon seid ihr fertig. Ziemlich, ziemlich praktische Sache und macht die Lesbarkeit natürlich auch ein bisschen angenehmer. Ich meine, sowas zu lesen wie Hard oder Hardcore als Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen besser als 1, 2 oder 3. Dann weiß man nämlich nicht sonst, ist 1 jetzt schwer oder ist 3 das Schwere? Also normalerweise ist 3 das Schwere, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Gut, im Prinzip ist das auch schon alles zu Enums. Es gibt aber noch ein paar Sachen zu, nicht direkt Enums, sondern zu der Klasse von Enums, also Enum Fields heißen die Dinge. Also im Prinzip, wie kann ich jetzt hier tatsächlich doch noch meine Klasse, eigentlich ist es ja auch eine Klasse, ein bisschen erweitern, und zwar um Methoden und um Felder. Ja, im Prinzip könnt ihr das machen wie E und J. Das Einzige, was ihr braucht, ist hier hinten dran ein Semikolon und dann könnt ihr hier anfangen mit zum Beispiel private int div. Und jetzt könnt ihr hier eine Schwierigkeit als Integer definieren und mit der dann auch irgendwie rechnen oder sowas. Aber jetzt müsst ihr natürlich sagen, okay, wenn mein Enum hier als hart definiert wird, dann muss ich auch irgendwie dieses div hier zuweisen können. Und das sagt man dann normalerweise, also man muss diesen Werten hier einfach Integer-Werte zuweisen eigentlich. Und das sagt man normalerweise, indem man hier einfach hinten dran eine Klammer schreibt und das zum Beispiel als 3 definiert. Das ist meine 2, das ist meine 1 und das ist meine 0. Super. So, jetzt fahre ich mal kurz hier drüber und wir sehen, the constructor difficulty von int is undefined. Naja, das bedeutet, wir müssen einen Constructor, also einen Konstruktor schreiben. Und der ist eigentlich relativ simpel. Im Prinzip kann er sogar private sein. Wir schreiben einfach private difficulty und wir nehmen ein int div und sagen hier drin dann, dass this.div gleich div. Also ihr seht, im Prinzip kann ich das Ding jetzt behandeln wie eine normale Klasse. Ich kann jetzt auch stinknormal hier unten drunter Methoden einfügen, indem ich zum Beispiel sage public int get div und einfach dann hier hinschreibe, dass ich ganz gerne meine Difficulty zurückgeben möchte. Return div. So, und natürlich möchte ich this.div zurückgeben, damit es eindeutig ist. Ja, im Prinzip ist das jetzt die Erweiterung von Enums, also im Prinzip sogar als richtige Klasse. Aber wir können es immer noch so benutzen hier, indem wir einfach sagen, jetzt machen wir hier noch ein Default rein. Sysout. Okay. Und ja, im Prinzip ist das alles. Wenn wir das jetzt laufen lassen hier, kommt natürlich foo raus, weil wir hier nicht alle Werte durchgegangen sind. Aber ihr seht, im Prinzip kann ich jetzt hier sogar über mein div drüber switchen und sagen, okay, ich möchte jetzt von meinem div Punkt die Funktion aufrufen, getDiv. Dann kann ich sogar noch mit dem Wert davon rechnen, falls ihr das irgendwann mal braucht. Okay, das war's von meiner Seite mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!